Hallo meine Lieben, aktuell haben wir hier Schneefall und wir haben heute den 19.03.2021. Mittlerweile ist es hier eine Winterlandschaft geworden. Wir haben auch ein neues Handy, was Ultra HD filmen kann, also 4K. Ups. Mittlerweile ist es ja eine Winterlandschaft geworden. Die Doku ist halt nur ganz kurz, aber man sieht es dort hinten, schneit es ziemlich fest und ergiebig. Der März hat noch einiges zu bieten. Ja, wie geht's jetzt weiter? Bald kommt die Gewittersaison. Dauert jetzt auch nicht mehr ganz so lang. Ich bin schon gespannt, welche Wolken uns erwarten werden in diesem Sommer von den Gewitter her. Ja, es ist ja eine Winterlandschaft geworden. Es schneit. Auf jeden Fall, meine Damen und Herren, eventuell geht es im April schon los mit der Gewittersaison. Ja, der ganze Himmel ist dicht, schaut euch das mal an. Nur mit Schnee bezogen. Ihr könnt euch jetzt schon mal freuen auf die Gewitterdokus, die ich jetzt dann bald machen werde in diesem Jahr. Letztes Jahr habt ihr es ja auch schon bei meiner Doku gemerkt. Herzlich willkommen in Gewittersaison 2020. Da hat es ja schon echt gut angefangen mit den starken Erdblitzen und Nahe-Einschlägen. Und jetzt mache ich für euch noch mal einen Abschluss. Video, Doku von dem Schneefall. Ja, hier ist alles weiß, leicht angezuckert. Es schneit vor sich hin. Mal stark, mal leicht. So muss das Ganze aussehen. Auf jeden Fall haben wir jetzt bei dem Handy. Ich habe ein Xiaomi, das TI10 Lite mit 6 GB RAM-Arbeitsspeicher, einen Snapdragon-Prozessor 750G, 128 GB interner Speicher. So läuft das hier ab. Und das Handy macht bis jetzt einen super guten Job. Ich bin mit der Qualität des Handys sehr zufrieden. Kosten für das Handy 400 Euro. Ja. So. Auf jeden Fall, meine Damen und Herren, es schneit schon wieder extrem stark. Schaut euch das mal an hier. Jetzt wird es eine Winterlandschaft hier in Ingolstadt. Aber der schmilzt dann sowieso wieder, der Schnee. Spätestens. Kann voll nah herzoomen. Ziemlich nah.
Schauen wir mal den Baum an. Ja, der ist angezuckert, ja. Ich bedanke mich jetzt schon für euch alle für den ganzen Abonnentenzahlen, dass ihr mich abonniert habt. Hier alles angezuckert hier. Geht schon gut los. Wow. Schneit immer mehr. Jetzt kommt wieder die starken Flocken hier. Ich bedanke mich für die ganzen Abonnenten. Danke, dass ihr mich abonniert habt. Bleibt auf jeden Fall an meinem Kanal. Es wird auf jeden Fall es sich lohnen. Ich filme jetzt nur in Full HD mit 60 Frames pro Sekunde. Ja, ich gehe mal davon aus, dass das der letzte Schneefall gewesen sein wird für dieses Jahr. Weil irgendwann muss ja der Frühling kommen. Boah, schaut euch mal die Schneeflocken an. Man merkt schon einen Unterschied bei dem Handy, ne? Viel deutlicher, schärfer dargestellt, das Video. Soll ich für euch noch mal einen Gewittersong singen? Das kann ich für euch machen. Dann werde ich jetzt für euch mal einen Gewittersong singen. So, jetzt muss ich bloß mal kurz die Position verlagern. Genau. So, Gewittersong kommt. 3, 2, 1 und los. Gewitter, wir freuen uns auf dich. Dass du jetzt bald mal kommst. Wir freuen uns auf dich von Blitzen und Donner. Wir freuen uns auf den Niederschlag und auf den Sturm. Wir freuen uns auf die Wolkenformation. Gewitter, bald bist du da. Wir freuen uns, die Stärke des Unwetters. Gewitter, bis bald. Wir freuen uns auf dich. So, das war der Gewittersong, meine Damen und Herren. Das bringt meistens immer Glück, ja, das habe ich in mir so drin. Ja, auf jeden Fall. Hier alles weiß. Dächer auch. Sieht man alles ganz gut. Schauen wir noch mal kurz nach hinten. Ups, nicht so weit hinter. Genau, so geht es so ungefähr ein bisschen leicht zurück. So. Gut, so kalt ist es jetzt auch nicht, meine Damen und Herren, da draußen. Es geht eigentlich. So, alles weiß bezüglich da auch da. So, meine Lieben, dann wünsche ich euch noch alles Gute. Kommt gut durch die Pandemie. Bleibt bitte kerngesund. Eure Eltern, Angehörigen und Familien. Und wir sehen uns im April, Mai, Juni, Juli, bis zur Gewittersaison. Ist jetzt bloß noch ein paar Wochen hin und dann geht's los. Also, bis bald, meine Leute. Bleibt gesund. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Euer Patrick Perry aus Ingolstadt, Bayern.